Ja, hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu eurer Wochenbotschaft allgemein. Wir schauen heute in die Woche vom 20.07. bis zum 27.07.2020. Hier können sich Liebe, Finanzen, Beruf, Karriere, Erfolg, alle Themen können sich hier in der allgemeinen Legung zeigen. Und ich würde sagen, wir legen wieder eine Hauptbotschaft aus, diesmal mit denen. Und die. Und dann schauen wir gemeinsam hinein, was sich ja so zeigen möchte. Denn die Portaltage, die triggern ordentlich an bei euch. Ja, also da geht es bei vielen von euch rum, gerade im Familien- und Freundeskreis. Ja. Da kommt eine Veränderung auf euch zu, also auf viele. Und aber auch die einen dürfen sich immer mehr transformieren und weiter wachsen und lernen. Und die anderen kommen immer mehr in ihre innere Mitte, in ihre Fülle, in ihr Gleichgewicht, in die Leichtigkeit, in die Fröhlichkeit, einfach in, ja, in das Sein, ja. Und lasst immer mehr Kontrollthemen los. Lasst euch nicht kontrollieren, ja, und kontrolliert auch niemand anderen. Denn momentan habe ich das Gefühl, das spüre ich auch bei vielen von euch, ihr lasst euch, bei manchen ist es noch so, lasst euch noch viel zu viel herumkommentieren, viel zu viel noch euch sagen, was ihr zu machen habt, wie ihr es zu machen habt. Und nein, niemand hat das Recht, euch vorzuschreiben, was ihr machen sollt und was nicht. So. Hoppi. Hoppi. Da möchte Fülle. Nettie bestätigt mir. Fülle. Fülle, Verträge. Machst du mir? Na, dann stehe ich mal den Sessel weg. Na, dann kommst du zu mir, mein Schatz. Hallo. Gut, dann bist du wieder bei mir. Hier haben wir die Dame, beziehungsweise dich selbst, meine Liebe, mein Lieber. Hier geht es darum, dass du wächst, dass du aus dir herauswachsen tust. Ja. Nettie schnauft, hat schon die Bestätigung abgeliefert. Ja, du kleiner Geist. Du kleiner Geist. So, dann schauen wir in die Hauptüberschrift hinein. Ja, da kommt schon die Bedürftigkeit. Ja, wie ich es auch bei meinen Sitzungen mit meinen Klienten habe. Also bitte, bitte, bitte kommt aus der Bedürftigkeit heraus. Ja? Macht nicht alles, um nur geliebt oder Anerkennung zu bekommen, dass jemand da ist für euch. Ich sage es allen und ich sage es auch immer wieder meinen Klienten. Es ist so wichtig, dass du für dich da bist. Ja? Und viele hatten ja jetzt nicht unbedingt eine tolle, sage ich mal, Halt in der Familie. Und dann fehlt natürlich dieses Gefühl, ja, und das ist mal, bis man sich das innen nach außen herausgearbeitet hat, dass man sich selbst liebt, dass man wert ist, dass man den Wert in einen erkennen tut, ja. Und hier habe ich das Gefühl, da kommt ihr immer mehr in diesen Selbstwert hinein und lasst es auch immer mehr einfließen. Und lasst niemanden bestimmen über euer eigenes Leben. Dann haben wir schon die Ahnen, also das liebe, liebe Vorleben und deine Ahnenfamilie. Das heißt, du sollst andere Wege gehen wie deine Familie oder wie deine Ahnen zuvor. Ja, also das bekomme ich auch immer mehr herein. Das heißt, du entscheidest, ob du das Bäckchen annimmst oder nicht. Schaut mal, ihr Süßen. Da ist eine wunderschöne Treppe, ne? Mit vielen Menschen, mit vielen Kisten und alles ist weitergegeben worden. Ne?
eine Kiste nach dem anderen. Und jetzt da überlegst du, ob du die Kiste annehmen sollst oder nicht. Mein Schatz, mein Jotti, mein Jotti, bitteschön. Ob du die Kiste annehmen sollst oder ob du die Kiste nicht annehmen sollst. Schaut mal. Und da ist noch dein Kind, ja, vielleicht hast du ein Kind. Oder deine Eltern wollten es schon nicht annehmen. Das Wackeln ist mein Hund, der hat sich auf den Schoß gesetzt. Nein, Schatzi, so geht's nicht. Also, hier, sorry. Hier darfst du überlegen, ob du in deine Ahnenreihe, ob du jetzt deine Themen dir gut anschaust oder ob du jetzt nochmal das Bäckchen deiner Ahnenreihe nimmst oder übernimmst, was die anderen nicht geschafft haben. Oder du kommst jetzt aus dieser Bedürftigkeit heraus, wenn du das nämlich schaffst, ja, dann kommt die Fülle, wie ich es auch vorhin gesagt habe, ja, desto mehr, dass du an dir arbeitest, desto mehr, dass du ja, Licht und Freude in dein Leben lässt, immer mehr merkst du, dass dann die Fülle in dein Leben kommen kann, ja, also Fülle, Fülle, Fülle. Dann ist der Bug gekommen, also die Öffentlichkeit, also irgendetwas möchtest du öffentlich machen. Entweder findest du in der Öffentlichkeit deinen Coach, Trainer, Psychologen, Psychiater, ich weiß es nicht, wo du von deiner Bedürftigkeit immer mehr wegkommst, in die Leichtigkeit hinein. Ja? Also da ist absolute Leichtigkeit. Und ich kann euch wirklich sagen und ans Herz legen, wirklich schaut eure Themen an. Und ja, wie gesagt, ich hatte auch schon einiges hinter mir und habe viel gelernt und es war absolut immer schön. Also ich möchte keine Sekunde missen, weil das alles zu mir gehört, ja, oder gehört hat und ich es abgeben durfte. Und auch du, damit das nicht wiederkommt, denn der Ring steht immer für eine Verbindlichkeit, auch für einen Zyklus kann er stehen. Ja? Es kann auch stehen, dass du einen Antrag bekommst und das ist die Fülle. Oder du selbst machst dir ein Geschenk und kaufst dir ein Schmuckstück. Ja? Also eine neue Halskette vielleicht oder einen neuen Ring. Vielleicht möchtest du auch jemandem anderes ein Schmuckstück schenken. Und da kommst du auch immer mehr in die Fülle hinein, ja. Also, wow, schön. Also, alles treffend, kann ich euch nur sagen. Also, alle meine Klienten, Schatzis, die zuschauen, ihr wisst das, ihr kennt das jetzt mittlerweile schon bei mir. Und da arbeiten wir alle dran, also beziehungsweise, dass wir die Bedürftigkeit lösen, ja. Weil ich sage es euch immer wieder, es macht so viel freier das Leben, so viel leichter und es ist ein absolutes, ja, schönes, befreites und leichtes Gefühl, wenn man da drinnen ist, wenn man da schon leben kann, was man leben möchte und authentisch da zu sein, dass man wirklich das tut, was einen Spaß macht und das ist absolut, ja, das Beste, was man, ja, tun kann. So! Jetzt, mein Schatzis. Oh, da sind schon welche gekommen. Number one. Number two. Und der dritte Stapel. Also viele möchten sich wirklich jetzt von einer Abhängigkeit befreien, von einer Partnerschaft, die einfach nicht mehr gut getan hat, von einer Freundschaft, die nicht mehr gut tut. Also da wird noch vieles gelöst. Hier haben wir das Buch auf der Rückseite. Ja, das Buch zeigt immer Geheimnisse oder du schlägst jetzt ein Kapitel zu. Ja, das heißt, du beendest ein Kapitel. Ja. Und es wird irgendwie laut um dich, denn ich weiß nicht, ob ihr das hört, denn draußen sind die Nachbarn ziemlich laut. Aber das ist das Leben, das ist so und das ist Gott sei Dank so. Also deine Highlights, deine Stolpersteinchen,
Wir schauen mal, was sind deine Highlights, was sind deine Stolpersteinchen? Highlights und Stolpersteinchen. Ich hätte noch deine drei Karten. Danke. Dankeschön. So. Ja, vielleicht hast du Schuld oder Schuldgefühle. Vielleicht glaubst du, du trägst die Schuld anderer. Ja, also hier darfst du wirklich da das Bäckchen, wie wir es schon vorhin gehabt haben, nimmst du es an oder nimmst du es nicht mehr an? Sagst du, hier ist es Stopp, bei deinem Opa oder bei deinem Vater ist es Stopp. Ja, oder bei deiner Mutter ist es Stopp. Ja, du übernimmst nicht mehr die Rollen. Oder wenn du es genommen hast, dann übergib es nicht mehr deinen Kindern. Ja? So, oder drück es ihnen nicht auf. Ja? So, dann haben wir ja, vielleicht bist du manches Mal zu verträumt, ja, oder du schaust nicht in die reale Welt, sondern flüchtest in eine andere Welt, auch das kann sein. Und dann fehlt den anderen der Zugang zu dir. Und da sagt die Karte der Öffentlichkeit, bitte, 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 geh wieder raus, geh wieder raus, geh wieder raus, 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 raus. Unternimm wieder etwas, mach weiter was für dich, ja, begib dich nicht oder zieh dich auch nicht zurück. Witzig, ne? Also ich muss jetzt lachen, beide. In unterschiedlichen Kartentext, na, die Träume, die Tagträume, das ist im Prinzip das gleiche wie diese Karte. Na? Also du träumst dich in eine schönere, andere Welt hinein und du sollst aber auch wieder mehr meditieren. Also wenn du zu viel in dieser Welt bist, dann solltest du wieder mehr in deine Realität zurückkehren. Und wenn du nicht meditierst, ja, oder dich zurückziehst, dass du dann wirklich ein bisschen ja, anfängst, in deine Stille zu gehen, in deine Tagträume, was willst du nicht mehr, was tut dir gut, was tut dir nicht mehr gut. Denn ihr wisst, also meine Klienten wissen ganz genau, was euch nicht mehr gut tut und was euch gut tut. Das brauche ich euch nicht sagen und das wisst ihr. Da ist es ganz wichtig, dass ihr wirklich lernt, hinzuschauen, hinzufühlen, wo halte ich mich auf, mit wem halte ich mich auf, mit wem möchte ich mich aufhalten, wen möchte ich an meiner Seite haben oder wen möchte ich nicht mehr an meiner Seite haben. Und das sagen ja euch die Karten auch, ja. Da bist du selbst gefallen, du als Zuschauerin, als Zuschauer. Da bist du auch verträumt, ne? Also vielleicht hast du dich wirklich so in eine Traumwelt ein bisschen zurückgezogen. Ich weiß es nicht, mein Engelchen. Aber da ist es wichtig, dass du auch wieder aus dieser Traumwelt herauskommst, ja? Dass du nicht dich in eine Warteposition begibst. Und ich glaube, das machst du auch nicht mehr. Du warst vielleicht in solcher, aber du machst es definitiv nicht mehr, denn die zweite untere Karte ist der Stern. Ja, das absolute Glück, das Highlight. Wir legen das mal hierher. Dieses Mal, ja. Und wir schauen jetzt, welcher aufgestiegene Meister möchte dich begleiten. Number one. Upsi. Number two.
Und das soll die unterste Karte sein, der Meister Ling. Meister Ling ist an eurer Seite. Er lehrt euch wirklich in die Stille zu gehen, in die Ruhe zu gehen, euch wieder schön zu fühlen, fit zu fühlen und euer Schutz, baut wieder euren Schutz auf, ja. Ja, aber begibt euch nicht in eine Traumwelt, ja. Und manches Mal kann auch die Traumwelt eine Illusion sein. Und manches Mal ist die Traumwelt wirklich ein Rückzugsort, wo ihr euch wohlfühlt, ja. Also da muss man ganz genau hinschauen, was es bei euch ist. So. Aber die Portallage sind sehr intensiv. Ja? Also viel Müdigkeit, viel Antriebslosigkeit. Viele haben jetzt das Gefühl, sie können keinen Sport machen, weil es wirklich richtig geschlappt oder schlapp sich fühlen. Da würde ich euch wirklich empfehlen, wenn ihr sonst immer Sport macht, geht dann einfach raus in die Natur, geht spazieren, betrachtet wieder die Bäume, geht im Regen spazieren. Das habe ich gestern zum Beispiel gemacht nach meinen Sitzungen. Bin ich rausgegangen und es hat geschüttet im Strömer. Meine Tochter hat noch gesagt, du willst rausgehen im strömenden Regen. Ich sage, ja, ich gehe spazieren, ist es egal. Habe meinen Regenmantel drüber gezogen und bin spazieren gegangen mit meinem Hundi. Und das war absolut wow, also voll, voll schön. Ne? So, auch das kann aufregend und spannend sein. Und jetzt schauen wir in die einzelnen Stapel hinein. Wie immer beginne ich mit dieser Seite und lege einmal die anderen Kartendecks zur Seite. So, dann schauen wir, was hast du da? Duda-Ludar. Oh, da kommen Finanzen in den Fluss und Gefühle. Gefühl. Ja, super. Also hier, mein Schatzi, da kommen ganz viele positive Nachrichten auf dich zu. Zum einen kannst du die Nachricht erhalten, sie bekommen eine Nachzahlung ausbezahlt von, weiß ich nicht, ja, vielleicht hast du irgendwo zu viel einbezahlt, da bekommst du jetzt das Geld retour, ja, also da kommen deine Finanzen im Fluss, vielleicht hast du auch etwas gemacht in der Öffentlichkeit, ja, vielleicht machst du auch Öffentlichkeitsarbeiten, auch das kann sein, also hier bringst du wieder deine Finanzen im Fluss, vielleicht hast du dir einen wundervollen Fisch angeangelt, das heißt einen Job, den du schon immer wolltest. Bei mir, du hast nämlich, Schatzi, du hast zweimal die Fülle, einmal in der Hauptüberschrift und einmal in deinem Kartenstapel hast du die Überschrift, die Fische. Ja, also auch die Fülle und die Finanzen. Das heißt, du darfst dich wirklich immer freier machen, denn es möchten deine Ketten, möchte niemand mehr. Schau mal, du bietest ihr die Kette an. Und sie möchte die Kette nicht mehr. Ne? Die kommt auch sehr, sehr oft, die Karte. Das heißt, lasst los. Ja? Lasst wirklich los und sprengt auch die letzten Kettenglieder zu dir selbst. Ja? Überall dort, wo du dir selbst Dinge auferlegt hast. Ja? Ich weiß es nicht, was es ist, aber etwas, was dir halt nicht mehr gut tut, das wirst du jetzt loslassen, beziehungsweise du brauchst eigentlich nur noch von diesem Fussel da, schwuppdiwupp, ich hoffe, dass die Kamera das gut einfängt. Ja. Also du brauchst die Möglichkeit, mir diese Fußfesseln aufzumachen, aufzulösen und dann bist du frei, ja. Denn es ist gut so, dass keiner mehr deine Ketten möchte. Denn es ist so wichtig, dass man alle Ketten sprengt, ja? Dass wir alle immer freier, leichter und ja, individueller werden in unserem Leben. Ne? Dann hast du die Ahnen. Da kann sein, dass deine Ahnen dich jetzt antriggern, dass du in deine Fülle kommst.
dass deine Ahnen dich jetzt mehr unterstützen, weil du gesagt hast, nein, das Backerl, du möchtest endlich in die Fülle kommen, in das Gleichgewicht kommen, in die Leichtigkeit kommen, ins Ankommen kommen. Ja, du nimmst das Backerl nicht mehr an, ja, weil die anderen, weiß ich nicht, deine Vorleben hatten auch Schwierigkeiten mit den Finanzen, deine Eltern, deine Großeltern und so weiter. Und du nimmst das jetzt nicht mehr an, du schaust, deine Finanzen hast du dir angeschaut und deshalb kommst du auch immer mehr in deinen Fluss, in deine Fülle und kannst dir natürlich den Schmuck kaufen, der dir gefällt. Und das fällt mir jetzt gerade ein, ich habe eine Uhr angeschaut, die mir sehr gut gefällt. Und das kann auch bei dir sowas sein, ja, dass du sagst, so, jetzt mache ich mir ein Geschenk, das, was dir sehr gut gefällt, und kaufst du dir dann die Uhr. Wow, der Wotana, der ist ja auch gefallen, ja, der kommt mir sehr bekannt vor, der ist auch in einen Stapel gefallen, glaube ich. Wotana ist in meinem Gewinnorakel, da ist er gefallen, genau, der Wotana ist da gefallen. Ja, vielleicht, wenn du diesen Stapel gezogen hast, vielleicht bist du die Gewinnerin oder der Gewinner oder ein Gewinner, eine Gewinnerin von diesem Stapel. Ja, weil es ist ja witzig, dass sich gerade er jetzt wieder zeigt. Interessant, ne? Ist doch interessant. Zwei verschiedene Kartendecks. Also du hast zweimal die gleiche Aussage wie in der Hauptüberschrift, der Ring. Und die Fülle. Crazy. Ja. Aber so ist das, ihr Süßen. Sorry, sowas. Ja, also du wirst dir absolut einen, vielleicht kaufst du dir wirklich ein Schmuckstück oder einen Stein, der dir schon länger ins Auge. Irgendetwas möchtest du kaufen. Irgendetwas möchtest du kaufen, hast aber Angst und traust dich nicht und glaubst, soll ich mir ein gutes Geschenk machen, was mir Freude macht? Soll ich oder soll ich nicht? Und das nagt ein bisschen an dir. Und da sollst du loslassen, mein Schatz. Lass los. Lass los und kauf dir das, was du schon immer haben wolltest oder was dir schon länger gefallen hat. Die Karte kommt auch sehr oft. Ich muss schon schmunzeln. Der kontinuierliche Fortschritt, und die lese ich euch jetzt vor, weil die kommt jetzt wirklich sehr, sehr oft. Wir zollen dir Anerkennung für deine fortwährenden erfolgreichen Bemühungen, deine täglichen Aktivitäten mit Liebe zu erfüllen. Wir sehen deutlich die Beiträge, mit denen du die Welt durch Gedanken, Gefühle und dein liebesvolles Handeln bereicherst. Wow, ne? Ja, die geistige Welt sieht dich und möchte dich jetzt beschenken, aber du musst deine Bedürftigkeit loslassen, ja? Lass sie los, brauchst du nicht, mein Schatz. Alles ist gut, ja, kauf dir bitte dieses Schmuckstück, wenn du eines angeschaut hast. Ich werde mir wahrscheinlich die Uhr kaufen, ja? Und mach mir somit nie einmal ein Geschenk. Und ich bin auch so eine. Bei mir ist immer zuerst sind die anderen. Ja, aber das ist, als Mama ist das sowieso normal. Oder bei vielen normal. Aber jetzt hat meine Tochter eine neue Brille und die ist voll happy damit. Und ja, das freut mich immer, wenn sie auch glücklich ist mit ihrer Brille. Und ja, und jetzt da habe ich mir gedacht, die Uhr habe ich gesehen und dann habe ich gedacht, die ist so schön, die hätte ich gerne. Und vielleicht bin auch ich in diesem Stapel, ich weiß es nicht. Dann würde das heißen, ja, ich soll mir die Uhr auf alle Fälle kaufen. Und mir was Gutes tun. So. Ja, hier hast du dich wahrscheinlich schon aufgeopfert für jemanden oder etwas. Hier kann auch sein, dass du dich für eine Freundschaft aufgeopfert hast. Für einen Partner, für eine Partnerin. Ein Chef, eine Chefin, eine Kollegin, eine Arbeitskollegin, eine Nachbarin, ein Nachbar,
Ich weiß es nicht. Irgendjemanden hast du über dich drüber steigen lassen. Und bei uns heißt das Sprichwort, manche gehen über Leichen. Kennt ihr das? Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt, aber das ist bei uns so ein Sprichwort, dass manche Menschen wirklich so dreist sind, die auch noch über Leichen gehen. Ja? Also die keine Rücksicht auf andere nehmen. Und sobald du das nicht mehr zulässt, dann katapultierst sie auch in eine Form, wo sie lernen müssen, jetzt alleine zurechtzukommen. Ja, das geht dann nicht mehr. Denn ihr seid nicht der Lückenbüßer oder die Lückenbüßerin für das, was ihr tut oder nicht tut. Da müssen die selbst jetzt eine Entscheidung treffen für sich selbst, ne? Denn wenn du das machst, mein Schatzi, wir haben da wieder die Ketten, die lieben Kettchen. Vielleicht, ja, trennt ihr die Ketten, sprengt die Ketten auf, ja. Denn wenn ihr das macht, schaut mal, da ist auch ein Schlüssel, ein großer Schlüssel. Und das sieht man nicht, ob die Person euch die Fußfesseln aufsperrt. Oder ob sie dann entscheidet, den Schlüssel euch selbst in die Hand zu geben. Und ich sage euch immer wieder, ihr braucht keine Fußfesseln, denn ihr könnt euch ruhig selbst befreien und kommt dann immer mehr in eure Freiheit. Ja? Und wir streben nach Freiheit. Und Wotana ist auch so ein freiheitsliebender Meister der Erdung, der Naturverbundenheit, der sich mit den Tieren verbinden kann, ja. Und dann kommt ihr immer mehr in diese Freude hinein, denn ihr lernt dann immer mehr gleichgesinnte Menschen, die euch gleich sind, die auf einer gleichen Wellenlänge sind, die ihr teilt oder Gemeinsamkeiten teilt ihr mit diesen Menschen. Weil es ist ganz wichtig, sich einfach so, wie man ist, einfach authentisch zu zeigen. Ja? Mal so, ja. Aber wichtig ist, dass ihr all das loslässt, eure Bedürftigkeit loslässt und wirklich diese Naturverbundenheit immer mehr spürt, eure Ängste loslässt, euch ein Geschenk macht, denn ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr macht immer mehr wie gleich, immer mehr Schritte. Immer mit den gleichen Schritten, interessant, ja, wollte ich gerade vorhin sagen. Ihr macht immer dieselben Schritte oder, oder ihr hattet dieselben Thematiken im Vorleben, die Aufopferung, ja, im Vorleben, die Bedürftigkeit. Aber jetzt kommt ihr immer mehr da raus, denn ihr habt die Karte, alles wird gut. Also, ihr Lieben, das war Stapel Nummer 1. Also schöne Wochen mit Botschaft für euch. Also da kommt wirklich ja ganz viel Liebe, ganz viel Neuigkeiten auf euch zu in den Finanzen, im Brieflein wird euch erreichen. In dieser Woche ja, wird euch ein Brief ereilen und das ist eure Botschaft gewesen für diese Woche. Und wünsche euch alles Liebe. Und wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst, mein Schatz. So, das bist du da. Oh, da möchte jemand in die Heilung kommen. Ne? Von der Bedürftigkeit in das wankelmütige Gemüt. Mal alles ist super, mal ist alles gut, ja, mal ist alles ruhig. Ich zeige es euch genau so, so wäre es jetzt ruhig, ja. Das Schiff würde treiben auf sanften Wellen. Und man sieht aber, die Wellen sind jetzt nicht unbedingt die sanftesten, ja. Also es geht so auf und ab. Und hier ist es wichtig, dass du deine Segel jetzt setzt, ja, gemeinsam mit dem Wind. Du nimmst jetzt Rückenwind, ja, nimm den Wind. Ich merke das immer, wenn ich laufe und es ist so richtig stürmisch und man läuft gegen den Wind, da glaubt man, man kommt nicht weiter. Es ist wirklich so, das ist, da denke ich mir mal, wow, bitte Rückenwind, ja. Und manches Mal dreht es sich dann und dann denke ich mir, wow, geht das schnell, ne? Aber so ist es im Leben auch, ne?
Also nimm bitte den Rückenwind, ja, und lass dich treiben und du kommst immer mehr in deine Stabilität, ja, in deine Gesundheit, in deine Vitalität, in deine Lebensfreude, in dein Ausgeglichensein, in dein Glück, in deine Erfüllung. Und der Baum steht für mich auch immer für diese Familienstammbaum, ja? Vielleicht schaust du dir auch mein Video an, Familienbaumstamm, Stammbaum, Familienstammbaum. Gut, vielleicht schaust du dir diesen auch an, das wäre vielleicht für dich ganz gut, weil es gerade im ganzen Juli um Familie geht. Darum habe ich den Familienbaumstamm als Video hineingegeben. Eine sehr interessante, liebevolle Legung, wie ich finde. Dann hast du die Mutter Maria, die Mutter Maria. Also diese Fürsorglichkeit, diese Offenheit, diese Liebe, die jetzt zu euch fließt. Ja, diese Liebe, sie breitet ihre Hände aus und fließt in Liebe, Leichtigkeit. Wow, also ich spüre richtig die Energie von Mutter Maria. Oh, also es kann sein, dass dein Herz anfängt ein bisschen, ja, zu spüren oder dass du es spüren beginnst. Also Mutter Maria ist an unserer Seite in dieser Woche. Dann hast du. Ja, du wirst dich von etwas verabschieden und das sehr, sehr schnell, sehr plötzlich. Also, das ist auch die Nein-Karte bei mir. Ja, der Sarg ist die Nein-Karte. Nicht Nein, es geht schnell voran, sondern Nein, würde ich sagen, Nein, du sollst aufhören, deiner Bedürftigkeit zu sein. Nein, du nimmst das Bäckchen deiner Ahnen nicht mehr an. Ja? Also wenn denn ein Finanzthema ist, also karmisches Thema, dass du sagst, ich lerne jetzt damit. Ne? Ich fange neu an. Es ist für mich die absolute Fülle oder Erfüllung in meinem Leben da. Ja? Und da wirst du dann sehr plötzlich wissen, ja, und vielleicht bist du auch eine oder einer, der nicht Nein sagen kann, der immer, immer nur Ja gesagt hat. Und auf einmal spürst du, Mutter Maria ist bei dir und du traust dich auch mal Nein zu sagen. Und das kommt sehr plötzlich und überraschend auf dich zu. Auch das kann sein. Also viele von euch können ja noch nicht ganz so Nein sagen zu manchen Themen. Und das würde ich euch auf alle Fälle empfehlen. Dann habt ihr die Lebensaufgabe. Ja, eure Lebensaufgabe ist es, Menschen zu führen, zu lehren, ein weiser Meister zu sein und sich die Zeit gut einzuteilen. Ja, also hier ist eine absolute Wende, 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 Wende. Und hier hören die Engelchen, sie berühren diesen weisen Meister. Und sie sind alle sehr berührt, ne? Also sie haben alle die Augen zu, ja, bis auf das kleine, kleine Mädel da. Das hat die Augen offen, wie ich sehe. Ja, sie haben alle die Augen zu, bis auf das Kleine. Vielleicht bist du das, ne? Vielleicht bist du die kleine Maus, die kleine Fee da hinten, die die Hand zerhaltet, ja, sehr mit Gott verbinden möchte. Aber du traust den Braten noch nicht ganz so. Alle anderen sind voller Fülle, halten die Hände offen, halten sie unten, sind leicht. Und da bist du, ne? Und du schaust dann nach oben, ein bisschen skeptisch, so, was ist da oben? Möchtest du wirklich zu mir, ne? Und da darfst du jetzt sagen, ja, du lauschst jetzt diesen weisen Meister, diese weise Meisterin, eine Führerin der neuen Zeit, ja, vielleicht kommst du zu jemandem. Oder wenn du einen neuen Partner kennenlernst,
dann wird es dein neuer Partner sein, den du zuhörst, den du lauscht. Vielleicht ist er älter oder sie älter als du oder viel jünger als du. Ja? Also entweder älter oder viel jünger als du. Ja, die bedingungslose Liebe. Und schaut mal, die sind auch wieder unterschiedlich. Ne? Ich habe es gerade gesagt, es kann sein, dass ein Altersunterschied ist, ja? Oder dass er sehr weise und klug ist und du sehr gut zuhören kannst. Und hier auch, also sie ist eine Meerjungfrau. Und er ist ein Gentleman, ein sehr weiser, ein sehr gütiger Mensch. Er kann mit Tieren kommunizieren oder du selbst, wenn du ein Mann bist und zuschaust. Ein sehr bedachter Mann, ja. Also ich würde mal sagen, bei um die 40. Also hier nehme ich wirklich einen größeren Altersunterschied wahr. Du hast aber noch ein bisschen Angst, ne? Wie ich gesagt habe, du traust dem Braten noch nicht ganz so. Also hier bist du und du schaust nach oben. Und da traust du dem Braten nicht. Ne? Also du traust dich, du vertraust dir und oder diesen Herrn noch nicht. Ne? Ja? Du musst noch ein bisschen nachkontrollieren. Ne? Das ist so, wenn die Lehrerin sagt, bitte Augen schließen und geschlossen halten. Und ich habe in der Schule mal eine Hypnose gemacht und das war immer recht lustig. Am Anfang haben sie immer geschaut, haben eh alle die Augen. Dann hast du auch die Augen zugemacht. Also es hat immer ein paar Controller da drinnen gegeben, die dann aufgeschaut haben. Ich sehe, haben eh alle die Augen zu? Ja, die haben alle die Augen zu. Und dann, wenn ich gesagt habe, und jetzt darfst du die Augen geschlossen halten und ganz ruhig, dann sind die meisten dann schon immer tiefer und tiefer, wupp, und dann waren sie weg. Ne? Aber das ist so am Anfang und das ist, das so nehme ich dich auch wahr. Also ein bisschen kontrollierend und da sollst du ein bisschen die Kontrolle loslassen, rauslassen, mein Schatzi. Und nicht Angst vor deinen Schatten zu haben, denn du hast nur im Prinzip Angst vor deinen eigenen Schatten, dass du böse bist und du bist es nicht. Vielleicht bist du manches Mal grantig und unausgeglichen, aber das ist, weil du noch lernen darfst, deinen Gegenpol für dich zu finden, deinen Ausgleich, ja. Und da bekomme ich herein, den wirst du finden, definitiv. Du kommst immer mehr in deinen Ausgleich, in deinen inneren Ausgleich. Mutter Maria ist an deiner Seite und desto ausgeglichener du bist, desto mehr kann deine Lernaufgabe vonstatten gehen und deine Lebensaufgabe kannst du leben. Du findest wieder den Sinn deines Lebens, ja. Du findest auch wieder Freude daran. Du machst dir mehr keine Sorgen um die Zukunft, um die Gegenwart. Du lebst dein Leben so, wie du es lebst. Du hast Vertrauen zu dir und hast mehr keine Angst vor den Schatten. Denn Mutter Maria nimmt dich jetzt an die Hand. Na? Wenn ihr ganz genau schaut, ja, hält sie das Tor auf, damit du rausgehen kannst. Du und deine Ahnen, du und deine Führer, du und deine Partnerin, dein Partner, du und dein Kind oder deine Kinder und dann bist du frei. Ja, Mutter Maria möchte dich jetzt letztens mal anstoßen, in die Freiheit zu gehen und damit du dich frei fühlst und nicht mehr eingeschlossen wie ein Käfig, doch du hältst diese Tür noch. Das ist deine Kontrolle, das ist bei dieser jungen Lady, die so raufschielt, ja, und noch ein bisschen kontrollieren möchte. Und du kannst nichts kontrollieren und schon gar nicht, was jetzt kommt, hoppala, die möchte schon zu euch, die Liebe. Ne? Du möchtest die Liebe feiern, du möchtest Liebe spüren, du möchtest Liebe empfangen, Liebe geben. Liebe in alle Fülle hinein. Und es kann sein, dass du in 3 Wochen, 3 Monaten deine Liebe deines Lebens in deinen Händen hältst.
und mit dieser Person eine Familie gründest, ja? Und du gehst weg von dieser Dreiecks- und Vierecksgeschichte, denn du weißt, wer du bist, ja? Vielleicht hattet ihr eine Dreieckskonstellation, ne? Er wusste nicht, soll er das Herz der gelben Lady geben oder den mit der roten oder doch der. Und zwei haben sich um einen Mann gebullt, ja, oder zwei Männer um eine Frau oder drei Frauen beziehungsweise zwei Frauen um eine Frau, ja, es ist ganz gleich. Aber hier ist ein kleines Kind, ne? Verspielt, leicht. Und voller Freude, ne? Super. Also hier insgesamt ein voll schöner Stapel. Du kommst in deine Gesundheit, du kommst in deine Leichtigkeit, du kommst in deine Lebensaufgabe, in deine Lebensfreude hinein. Du transformierst dich, du wandelst dich um, ja? Du nimmst deine Herausforderungen an und sagst, ja, jetzt nehme ich es an, die Herausforderung. Jetzt bin ich so für dich da. Also du bist für dich wieder da. Ja? Du siehst dich dann nicht mehr als bösen Schatten, ja? Sondern als liebenswertes Wesen, was du ja bist. Zwar noch undurchsichtig, aber du siehst immer mehr nur dich. Ja? Immer mehr nur dich. Und weil du dann Licht bist oder immer mehr Licht wirst, ist es so, dass du immer mehr in deine Leichtigkeit kommst und dich auch führen lässt von Mutter Maria, von deiner Gesundheit. Du bist der Captain deines Schiffes sozusagen und steuerst auf eine neue Partnerschaft zu, voller Vertrauen, voller Liebe, voller Hingabe. Und diese Partnerschaft wächst wirklich, ihr wächst miteinander wie der Baum, ihr wächst von der Tiefe nach oben, ja, gemeinsam. Und wenn du schon in einer Partnerschaft bist, dann ist deine Lernaufgabe und deine Lebensaufgabe, das mit deinem Partner zu tun, zu wachsen, loszulassen, die Liebe zu feiern, euch zu feiern, zusammenzuhalten, Vertrauen zu haben, Liebe geben und Liebe nehmen. Wow, ein schöner Stapel. Passt sehr, sehr gut zu den Portaltagen jetzt. Schaut auch meine Portaltage an. Ja? Da könnt ihr auch vieles, vieles erfahren. Und eben den Familienstammbaum bitte. Das würde in Resonanz mit dieser Legung gehen. Wenn du, mein Schatzi, noch nicht meinen YouTube-Kanal abonniert hast und dir hat diese Legung sehr gut gefallen, dann wünsche ich mir und würde mich sehr, sehr freuen, wenn du mir oder meinen YouTube-Kanal abonnierst und mir einen Daumen hoch gibst für diese wundervolle Legung. Alles Liebe für dich. So, jetzt kommen wir zu Stapel Number 3. Was hast du da, mein Schatzi? Was hast du da? Oh, wow, du hast die Entscheidung, dich zu entscheiden. Das ist jetzt fies gewesen, ne? Sorry. Aber du hast wirklich die Entscheidung, dich zu entscheiden. Was heißt das? Was sagt da die Karin Sophie? Du hast die Gabe, jetzt dich zu entscheiden, mein Schatz. Wenn du dich vorher noch nicht dich getraut hast, eine Entscheidung zu treffen, weil der Zeitpunkt noch nicht war, weil das Timing noch nicht passend war, weil irgendetwas, ein Puzzle noch gefehlt hat, dann triffst du jetzt eine Entscheidung, die der Superlative ist, denn der ist unterm Berg und du triffst eine Entscheidung, wieder rauszugehen, dich mit Freunden zu treffen, dich zu vereinbaren, mit Menschen, dieses Glück feiern, dir Dinge zu kaufen. Also da darfst du wieder immer mehr in deine Fülle kommen, in deine Leichtigkeit kommen und da kommst du raus und es hat etwas mit einer Behörde zu tun, mit einem Institut, vielleicht mit einem Krankenhaus, vielleicht hat es auch zu tun mit einem
Behörde, eine größere Firma. Vielleicht möchtest du dich jetzt in eine neue Firma bewerben und da gehst du neue Wege und da kommst du immer mehr in die Öffentlichkeit und in deine Fülle hinein, denn wir haben die Fülle, wir haben den Schmuck, ja. Vielleicht möchtest du auch in einem Schmuckgeschäft arbeiten. Wir haben eine tolle Fliege an Bord. Also vielleicht möchtest du auch in einem Schmuckgeschäft arbeiten oder du bist Schmuckdesignerin oder du bist ein Juwelier, ein Uhrenmacher, kriege ich hier rein, eine Uhrenmacherin. Das ist ein uralter Beruf, aber ein schöner Beruf. Oder du kommst in ein Gebäude, wo du Schmuck siehst oder einkaufst. Das kann auch sein, dass du ihn auf eine Messe fährst. Du entscheidest dich, auf eine Messe zu gehen. Du möchtest dich angeben, du möchtest dich selbstständig machen und fährst in eine Messe. Ja, und da siehst du einen wundervollen Schmuck für dein Geschäft. Ja. Das kann online genauso sein, ja. Das kann sein, dass du einen Online-Store entdeckst, wo du einkaufst. Ich bin da nicht involviert, also es ist nicht mein Metier, aber ich spüre das, dass du da Schmuck findest, was deine Leute oder deine Kunden sehr gut gefällt und sich sehr gut verkauft. Das bekomme ich auch herein mit der Fülle, mit der Öffentlichkeit. Ich glaube aber, dass du das im Außen machst, ja. Dann hast du Paolo Veronese. Ja, auch ein schöner Meister, ein klarer Meister, ein weiser Meister, einen klaren Blick. Schaut mal diesen Blick an. Der visiert mit seinem Stirnchakra, beziehungsweise mit seinem dritten Auge, ich glaube eher, das ist das Stirnchakra, leuchtet und er visualisiert mit seinem Röntgenbild. Ja. Ich bin auch so eine, also meine Klienten, Schatzis, kennen das. Ich röntge und schaue mal, was da zu klären gibt. Und das macht dieser auch. Ja, vielleicht hast du den speziellen Röntgenblick für den Schmuck, ja, weil da ist auch ein Stein oben. Vielleicht verkaufst du Steinringe, ja, aber Steinschmuck generell, ich weiß es nicht. Dann hast du hier die Wolken. Da bist du dir noch unsicher. Irgendwo bist du nicht ganz sicher, was du jetzt machen sollst oder nicht. Also da geht es um Scheidung. Das passt perfekt zu dieser Karte. Du darfst dich jetzt entscheiden, Licht oder Dunkel. Ja, also du darfst dich jetzt entscheiden, welchen Weg wählst du? Gehst du in die Helle, in die Leichtigkeit oder in das Dunkle? Ja. Es kann sein, auf dem Weg zur Messe, dass es regnet, aber wenn du ankommst, scheint die Sonne. Ja. Es kann sein, dass du noch im Sommer auf eine Messe fährst oder im Sommer diesen Schmuck entdeckst und da weißt du nicht, sollst du ihn nehmen oder nicht. Ich würde es empfehlen und die Karten auch. Dann ist es das perfekte Timing. Ja, du sollst das tun. Also wenn du in dieser Reisegruppe mit dabei bist, dann solltest du auf alle Fälle dir dieses Schmuckstück kaufen. Perfektes Timing. Dann haben wir auch wieder den Unternehmergeist. Passt perfekt zu dem, was ich gesagt habe. Dass du eine Reise machst, dass du dich jetzt entscheidest, eine Entscheidung zu treffen. Und zwar steht auf dieser wundervollen Karte, eine selbstständige Tätigkeit, ja, das ist genau das, was ich meine, ne? Also, was ich vorher auch gesagt habe, ist, dass du dich entscheiden wirst. Ich weiß es nicht, ob du dich selbstständig gemacht hast oder machen wirst und neue Wege gehst. Und das kaufst du natürlich ein für deine Firma, für deine Kundschaft und das kommt sehr gut an, ja. Und da bist du im Hin und Her, soll ich nicht? Und die Karte liegt gleich daneben und sagt, perfektes Timing. Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, deine Inspiration in die Tat umzusetzen. Die Türen sind weit offen, während du sie in unserer Begleitung durchschreitest. Zögere nicht,
Schiebe nichts auf, da alle Ingredienzien reif sind für deinen Erfolg. Alles und jeder ist auf deiner Seite, unterstützt deinen erwünschten positiven Resultat. Ja, ich glaube, hier wirst du ganz, ganz stark von oben geführt. Wenn es nichts mit deinem Schmuck zu tun hat, dann raten dir doch die Karten, du sollst in einen Unternehmergeist wieder anregen. Du sollst neue Wege gehen, du sollst vielleicht eine neue Firma, du sollst wieder Bewerbungsausschreiben, du sollst aktiv werden. Ich bekomme bei diesem Stapel einen Wert aktiv. Geh nach außen, geh nach raus, geh raus, verschließ dich nicht, geh raus. Das ist das perfekte Timing, jetzt jemanden kennenzulernen, wo es passt, ja, wo die Verbindung passt, die Chemie passt. Und die Fülle ziehst du an, wenn du jetzt deinen Popo bewegst. Also jetzt ist der Zeitpunkt da, um an deinen Popschi zu bewegen. Du darfst jetzt zuhören, mein Schatz. Ja, hör dir zu, hör andere zu, was sie dir zu sagen haben, was sie sagen möchten, was sie erzählen möchten. Verbinde dich mit Mutter Natur, denn sie hat ihre Haare in die Erde hineinwachsen. Das heißt, sie verbindet sich über ihre Haare, über ihr höheres Selbst mit der Mutter Erde und lauscht der Mutter Erde zu. Dann hast du da noch Ängste. Du weißt noch nicht, welchen Weg du wählen sollst, ja? Aber hier stehen zwei Personen, ein Liebster, eine Liebste, mit denen du da stehst. Und er nimmt dich an der Hand und sagt, komm mein Schatz, wir gehen jetzt in diese Welt. Wir verlassen die traurige, unsichere Welt und gehen in unsere eigene Welt und machen das, was uns gefällt. Pipi Langstrumpf, ne? Denn du wirst immer mehr deine Vertrauen in dein Leben ziehen. Du hast Vertrauen, du wirst Vertrauen haben, du wirst dich immer mehr öffnen, du wirst leichter werden. Ja, vielleicht hast du den Wunsch auch abzunehmen, dann wirst du dies jetzt um den Neumond auch schaffen. Du gehst von den Glaubensmustern wieder die Wege von dieser Seite in diese Seite hinein. Ja. Fokus zu. Ja. Also von der kalten Seite in die warme und von dieser Glaskugel raus. Ja. Lass dich nicht einsperren. Ja, vielleicht hast du schon drinnen dein Paradies, aber du darfst das Paradies nach außen bringen. Denn du entscheidest immer, wie es dir gehen soll. Ja, gut oder nicht so gut. Denn dein persönlicher Mythos ist schon jemand, der dich da rauskatapultieren möchte. Ich sehe dann gar nicht, schlimm. Ne? Also ich sehe dann wirklich als, hey komm, lass uns in die andere Welt gehen. Lass uns eintauchen in das Schöne, in die Leichtigkeit, in das Vertrauen. Und jetzt hast du das perfekte Timing. Jetzt bist du unternehmerisch, jetzt traust du dich und vielleicht traust du dich auch in dieser Woche etwas zu unternehmen, ja, vielleicht mit jemandem, ja, vielleicht traust du dich jetzt an eine Behörde gehen, vielleicht traust du dich einen Kredit beantragen, vielleicht traust du dich jetzt deinen Mund aufzumachen, vielleicht traust du dich jetzt neue Wege zu gehen, was die Öffentlichkeit betrifft, vielleicht möchtest du auch in der Öffentlichkeit arbeiten und das ist dein Erfolg, ja, aber jetzt ist es Zeit, egal was du machst, mein Schatz. Jetzt ist es Zeit für das perfekte Timing in deinem Leben. Und dazu wünsche ich dir vom ganzen, ganzen Herzen ganz, 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 ganz viel Glück, ja? Und wenn du meinen YouTube-Kanal noch nicht abonniert hast, dann würde ich mich sehr, 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 sehr freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und mir einen Daumen hoch gibst für dieses Video. Und ich wünsche dir alles, alles Liebe, eine fantastische Woche, genieße es, geh in die Stille, geh in die Ruhe, geh in die Erholung, aber zieh dich nicht ganz zurück und nimm deinen Unternehmergeist und krieg deinen Popo dann von der Couch, ja, die Fliege fliegt schon zum perfekten Timing, also die sagt, bitte
lass deinen persönlichen Mythos raus. Die Fliege reibt sich die Händchen, ja, und sagt, und jetzt lass los, ne? Ja, also in dem Sinne wünscht dir die Fliege und ich eine fantastische neue Woche und genieße es. Und ich habe euch ganz, 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 ganz doll lieb und vielen, vielen lieben Dank für euer Dasein, für euer Einschalten, für eure Geduld, für eure Zeit, die ihr mir und meiner Community schenkt. Alles Liebe!